willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video machen soll, denn ja, es ist schon einige Zeit vergangen und ich glaube, es ist gar nicht mehr so interessant. Es geht um die Beauty Box, um die Gala Beauty Box. Die habe ich ja, zugeschickt bekommen, um sie zu testen. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut und war total ja, glücklich, dass ich euch ein Video dazu abdrehen kann. Allerdings kam sie sehr, sehr spät. Sie kam kurz vor Ostern. An Ostern waren wir ja in Berlin, das wisst ihr ja. Und danach war ich ja, bei Steffi. Ich hatte die Box ja, mitgenommen, damit ich sie dann bei Steffi abdrehen kann, vielleicht sogar mit ihr zusammen. Es hat leider nicht geklappt, wir waren ja im DM und haben da ein Haul abgedreht und so weiter, was total spaßig war, also ein Follow Me Around quasi. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, wenn dieses Video online kommt. Jetzt habe ich natürlich überlegt, Mensch, jetzt ist es schon so spät, die nächste Gala-Box ist ja schon auf dem Weg. Wahrscheinlich wird sich dieses Video gar keiner mehr anschauen. Das wird mich natürlich traurig machen, aber... Dennoch habe ich mir gedacht, ich möchte es mir nicht nehmen lassen. Ich möchte euch zeigen, was ich in der Box enthalten hatte. Vielleicht interessiert es euch ja trotzdem, wie ich sie euch vorstelle. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Die Box ist allerdings einmal quer durchs Auto geflogen, weil ich sie nicht gesichert hatte. Also ich musste mal stark bremsen, sagen wir es einfach mal so. Und deshalb sind die Produkte rausgepurzelt. Also weiß ich schon, was drinnen ist. Es wird quasi kein... übliches Unboxing geben, aber das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Wir legen mal los. Also ich habe sie jetzt hier noch in der Hand. Sie war natürlich wieder ganz bezaubernd ja, verpackt mit einem Schleifchen außenrum. Das kennen wir ja von unseren Boxen und ihr wisst ja, wie sehr ich das liebe, mich überraschen zu lassen, wobei ich ja jetzt von der ja, Glossy Box abgekommen bin, um einfach neue Sachen zu testen, um sie euch auch vorstellen zu können. Und deshalb jetzt mal die Gala Beauty Box. So, also wir legen mal mit dem ersten Produkt los und zwar ist es von L'Oreal eine Kur und zwar eine Anti-Haarbruch-Wunderaufbau-Kur. Ich muss sagen, dass ich ja für meine Haare bestimmte Produkte habe, das wisst ihr ja auch, da kommt eigentlich nichts anderes dran. Allerdings riecht die wirklich total gut und ich bin wirklich mal gespannt. Also ich denke, ich werde es auf jeden Fall mal testen, ich werde euch berichten, also über dieses Produkt habe ich mich schon mal gefreut. Und als nächstes haben wir ein ganz tolles Produkt darin enthalten gehabt und zwar ist es von Aldo Valentini. Ja, die Marke, die kenne ich schon. Ich hatte schon Produkte in der Glossy Box enthalten. Außerdem sehe ich das immer wieder bei Müller und zwar ist es ein Body Balsam und ja, da habe ich mich natürlich auch total drüber gefreut, denn es ist Baumwolle und weiße Magnolie und ihr wisst ja, dass ich auf diese Düfte total stehe. Also diese Body Lotion sozusagen, dieser Body Balsam wird auf jeden Fall auch Verwendung finden. Da habe ich mich auch drüber gefreut. Als nächstes hatte ich dann von Veleda ein kleines Probier Pröbchen, also Probierpröbchen, ja, 1, 2, 3, Heidi und deutsche Sprache, also ich hatte auf jeden Fall hier diese kleine Größe von Veleda enthalten, von diesem Flakon, und zwar ist es Nachtkerze Revitalisierende Pflegelotion und ihr wisst ja, dass ich Veleda eigentlich sehr, sehr gerne mag und deshalb habe ich mich gefreut, gerade so eine kleine Größe zum Mitnehmen, einfach ideal, stehe ich total drauf, kann ich also auch was mit anfangen. Und als nächstes enthalten hatte ich dann ja, dieses Kit hier. Da muss ich jetzt nochmal nachlesen, um was es geht. Ich habe jetzt einfach schnell ja, die Box aus dem Auto und wollte euch dieses Video abdrehen. Also ich habe noch gar nicht richtig nachgelesen. Das machen wir jetzt am besten gleich zusammen. Und ja, hier sind drei so kleine Tübchen enthalten. Also die Verpackung ist schon mal schön gemacht. Diese drei Tübchen, die haben mich allerdings ein bisschen irritiert, die sind sehr klein und hier habe ich jetzt noch so ein kleines Heftchen dabei. Ich denke, das wird dann die Anleitung sein. Also wir lesen jetzt gleich im Anschluss mal nach, für was die denn gut sein sollen. Ja, und jetzt kommen wir aber zum Produkt, ja, worüber ich mich am meisten gefreut habe. Und zwar wisst ihr ja, dass ich total Rituals liebe. Also ich liebe Rituals über alles. Ich habe ja da meine Pflegeserie, die ich mir immer wieder nachkaufe. Bei uns hier im Outlet, da ist sie ja günstiger. Und ja, ich hatte jetzt dieses Hammam enthalten. Das ist quasi ein Peeling, also ein Body Scrub. Ich habe es dann mal aufgemacht. Und da war ich doch ein bisschen enttäuscht. Also es riecht überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Also ich mag es gar nicht. Es riecht sehr, sehr stark und es ist halt dunkel. Also so ein dunkles Peeling hatte ich jetzt noch nie. Ich werde es auf jeden Fall mal verwenden, weil ich halt Rituals so gerne mag. Ich werde euch auch darüber berichten, wahrscheinlich dann in meinem Aufgebraucht-Video. Und ja, mal sehen, was das so kann. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, beziehungsweise wir schauen mal zusammen auf unser Produktkärtchen. Damit wir mal wissen, um was es genau geht. Beziehungsweise, wartet, ich habe noch was vergessen, glaube ich.
Ja, ich habe noch ein Produkt vergessen, wollte ich mal ganz schnell unterschlagen, Entschuldigung. Und zwar, es ist dieses hier von der Marke Montay. Das sagt mir jetzt auch nichts, aber ich habe mal ganz kurz hier schon mal drüber geschaut. Und zwar steht hier, Anti-Aging, Glätte und Elastizität, Haut und Volumen. Also das sind ja so diese Stichpunkte, ne, die uns Frauen dann gleich schon mal ins Auge stechen. Also wie gesagt, ich habe mir es vorher noch nicht angeschaut, ich habe jetzt nur mal kurz drüber geguckt und das ist mir halt sofort aufgefallen. Und dann Kollagen-Neubildung, also das Produkt kann nur gut sein und deshalb freue ich mich drauf, es zu testen. So meine Logik natürlich wieder, ne, mit was sie uns Frauen wieder so catchen können, also fangen können. Dieses Produkt hier, 30 ml, oh, das ist sogar ein Originalprodukt, okay, für 29,90 Euro, das hätte ich jetzt nicht gedacht, freue ich mich jetzt umso mehr drauf, das zu testen. Dann machen wir mal weiter mit dem Rituals, und zwar ist es auch eine Originalgröße und das würde kosten 10 Euro. Ja, ist ja auch schon mal total super, freue ich mich auch. Dann haben wir, genau, jetzt lesen wir mal nach, was eigentlich das hier ist. Okay, das ist auch eine Originalgröße, obwohl so kleine Tübchen enthalten sind, was ich sehr komisch finde. Also 3x2 ml. Was macht dieses Kit? Hyaluron-basierende Pflegepräparate für ein perfektes Anti-Aging-Programm. Garantiert damit eine optimale Regeneration der Haut. Okay, damit könnt ihr mich natürlich auch wieder kriegen. Ist ja wahrscheinlich dasselbe wie das andere. Freue ich mich drauf, das zu testen. Werde ich euch berichten. Und das kostet 9,90 Euro. Also für 9,90 Euro hätte ich mir das mit Sicherheit nirgendwo gekauft, weil ich gedacht hätte, das sind bestimmt irgendwie Pröbchen oder so. Aber okay, werde ich austesten. Dann haben wir von L'Oreal, das L-Vital, diese Aufbaukur. Die würde kosten 3,99 Euro, ist auch ein Originalprodukt. Wie gesagt, werde ich auf jeden Fall testen. Dann von Weleda, dieses Nachtkerze, ist eine Kennenlerngröße für 1,95 Euro. Wo habe ich sie hin? Hier ist sie. Okay, werde ich auf jeden Fall auch verwenden. Und dann haben wir jetzt noch von Aldo Vandini, dieses Bodybalsam hier für 5,99 Euro. Genau. Ja, wenn ich das jetzt hier alles mal so grob überschlage, komme ich deutlich über den Preis, den die Box kostet. Die kostet nämlich 19,99 Euro, meine ich. Also ich verlinke euch auch nochmal alles unten in der Infobox. Ich setze euch den Link rein. Nein, ich verdiene damit kein Geld, keine Sorge. Da könnt ihr aber auf jeden Fall nochmal alles nachlesen. Ich finde die Box sehr interessant. Ich finde sie sehr edel und einfach mal was anderes. Und deshalb freue ich mich jetzt drauf, dass ich sie testen durfte. Ich freue mich natürlich auch über die Produkte nochmal herzlichen Dank. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr die Box vorher schon kanntet, wie ihr meine Produkte findet. Und das war es dann soweit vor meinem Video. Wie gesagt, entschuldigt bitte, dass es so spät jetzt gekommen ist. Also ach du meine Güte, ich überlege mir wahrscheinlich echt noch, ob ich das hochladen soll. Aber warum auch nicht? Vielleicht gibt es ja, Frauen da draußen, die mich gerne schauen vielleicht und sich gerne dieses Video anschauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Alles Gute, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!